Heute sind wir für euch in der historischen Stadthalle in Wuppertal. Die historische Stadthalle verfügt über eine Vielzahl von Räumlichkeiten. Heute werden wir euch vier davon genauer erklären. Fangen wir an mit dem großen Saal. Der große Saal ist das Herzstück der historischen Stadthalle. Mit einer Kapazität von bis zu 1800 Personen ohne Bühne und 1042 Personen mit der großen Bühne eignet sich dieser Saal hervorragend für große Gesellschaften. Die opulenten Verzierungen an den Decken und den Wänden sorgen für eine unvergleichliche Atmosphäre in diesem Raum. Normalerweise wird dieser Raum für Konzerte, Shows oder große Präsentationen und Tagungen verwendet, doch die Stadthalle stellt diesen Raum auch für Hochzeiten zur Verfügung, wenn die Personenzahl es zulässt. Der Mendelssohn-Saal ist der zweitgrößte Raum des Hauses. Dort gibt es eine Kapazität von maximal 400 Personen und eine Fläche von 360 Quadratmetern. Die sehr filigranen Stuckarbeiten, genauso wie die Verzierungen an den Decken und Wänden, sorgen für eine sehr, sehr schöne Atmosphäre bei kleineren Hochzeiten von bis zu 400 Personen. Der Malersaal ist dank seiner Abmessungen ideal für kleinere Hochzeiten von bis zu 250 Personen geeignet. Flächenmäßig liegen wir hier bei 120 Quadratmetern. Das Gute hierdran ist, dass durch die Massivholztüren ein direkter Zugang zum Hiddemith-Saal gegeben ist. Dort können zum Beispiel standesamtliche oder freie Trauungen gehalten werden. Anschließend können eure Gäste dann im Malersaal feiern, essen und den Abend genießen. Die Wandelhalle eignet sich optimal, um ihre Gäste zu empfangen. Maximal 800 Gäste passen hier rein und somit ist die Fläche von 630 Quadratmetern sehr, sehr gut für diesen Empfang geeignet. Insgesamt kann man über die Stadthalle sagen, dass sie sehr variabel und sehr kombinierbar ist. Jede Gesellschaft findet hier ihren Platz, egal ob man die Hochzeit mit 1000 Gästen feiern möchte oder nur mit 250 Gästen. Durch den ausgezeichneten Full-Service der Kulinaria ist für jeden kulinarischen Genuss gesorgt, genauso auch für Getränke.